Bogen. Du solltest das einfach nicht tun. Bau das Ding doch zu. Ja, ich bin gerade dabei, es zuzubauen, aber ich bin halt immer reingefallen. Ja. Oh, halt doof, das sind so viele. Ah ja, die Grave Key. Es sind einfach echt zu viele Sachen. Ach was, After Humans hat doch nicht viele Sachen. Ja, so vor allem, es hat ein bisschen mehr Shortcuts als Tasten auf der Tastatur. So, was muss ich jetzt alles rein machen? FM und B, glaube ich. Muss ich checken. Na, das sieht doch langsam nach einer Küste aus, oder? Eine sehr gerade Küste, aber eine Küste. Oh. Legit. Hätte ich jetzt noch eine Schaufel, wäre es noch besser. Also eine normale Schaufel. Okay, passt. Das wollte ich eigentlich gar nicht tun heute. Mann, was mache ich denn schon wieder? Ja, ich bin hier auch gerade ein bisschen. Okay. Okay, das geht. Backpack geht immer noch nicht, aus welchem Grund auch immer. Auch wenn er jetzt nicht doppelt. Ah, es funktioniert! Glaub's ja nicht! Schiff B funktioniert! Sehr, sehr gut. Ja! Geilo. Oh, nice one, nice one. Und die Map ist auf M. Auch oh, sehr, sehr gut. Thank you very much. So, und ich laufe jetzt einfach mal. Laufe jetzt von hier aus. Das ist unfassbar spannend, was ich hier gerade tue. Vor allem ohne Schaufel. Aber wie gesagt, ich wollte das auch eigentlich gar nicht tun. Deswegen lasse ich es jetzt auch. Ich mache das irgendwann offscreen, weil das ist unfassbar langweilig, was ich hier mache. Ja, da muss man dann echt so vlogmäßig oder Videotagebuchmäßig irgendwas. Quatschen. Ja. So. Wo sind jetzt deine Wavepop? Waren die? Da waren sie. Weil dieser Berg auch da in der Mitte sein muss, echt. Alles ist schön eben und dann steht da der Berg. Ich finde, wir sollten unbedingt mal ein Projekt Vibe machen. Das macht nämlich irgendwie schon sehr viel Spaß. Ja, wir haben ja gemeint, im Neta können wir ja zusammen. Mal ja, genau, da überall. Da überall, da sowieso, ja. Ich gedacht habe, überall Viecher. Und dann ich kann nicht gleichzeitig reden und denken, das ist mein Problem. Ich auch nicht. Ja, ich hüpfe mal wieder zurück. Ja, ich laufe, damit ich endlich die Karte ein bisschen erweitert habe. So. Bin fast am überlegen, nachdem ich ja auch selber kein Let's Play aufnehme, ob ich nicht vielleicht offscreen in den Creative gehe und einfach das Gebiet, das ich vorher schon aufgedeckt habe, oder zumindest einen Teil davon, einfach abfliege. Wenn das für dich okay wäre. Ja, solange du nicht irgendwas im Creative groß baust. Nein, nein. Okay. Nur halt das Gebiet auf der Karte aufdecken. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Ich bin ein Idiot. Bin ich jetzt zu weit runter? Nein, Quatsch. Der Punkt ist da unten. Hä? Och, nix. Ich bin gerade meine Treppe runtergegangen und dachte, ich wäre zu weit runtergegangen. Dabei muss ich ja ins erste Kellergeschoss.
Und ja, ich habe tatsächlich auch schon zwei, aber das erste tut nichts. Ja, ich muss jetzt meine Rucksäcke leider wieder entrümpeln. Genau, das kommt mal so hin. So, du kommst da noch hin. In mein Essen kommst du hin und du. Meine Ende-Lilly kommt da nicht rein. So. Oh, es ist schon bitter, wenn ich dran denke, wie viele Stunden ich mit Reisen verbracht habe. Jetzt ist die ganze nicht mehr aufgegangen. Na, das hatte ich vor wenigen Wochen auch das Problem. Ärgerlich. Ja, ich glaube, ich habe bestimmt 10 Stunden Zeit da reingesteckt. Ja. Cherrywood Post. Was tue ich denn jetzt in Post hin? Wenn man mehr von, also der, die Post kriegst du. Ja, wenn man. Indem du Sapling pflanzt und einmal Knochenmehl drauf macht und 4 von den Posts kannst du aber auch wieder zu einem Block zusammen craften. Ja, das. Ach ja, ich habe sogar 4. Das wusste ich tatsächlich schon. Weil ich das selber mal hatte, das Problem. So. Ja, das ergibt sich dann immer irgendwie so, ne? Hoppala. Hoppala. Die sind ja schon sehr geil, diese unglaublich fetten, großen Bäume. Oh ja. Ich komme einfach jedes Mal nicht klar, wie diese. Da ist ein Stein, da ist noch eine Erde. Mein ganzes Lager ist jetzt dann voll geklumpt mit Erde. So, aber darf ich mein Andesit? Dolomit? Nein, das ist ein Kobbel. Dolomit, hier haben wir ihn. Diorit haben wir hier. Was bist du jetzt, Mama? Ich finde es interessant, dass dein Gestein Dolomit heißt. Ich glaube, das gibt's auch wirklich, oder? Weil ich kenne nämlich nur das Gebirge. Es die Dolomiten. Gibt sind alle Gesteine. Keine Ahnung. Es gibt alle Gesteine, die es in Minecraft gibt, auch in echt. Wir sind auch schon ein paar über den Weg gelaufen im Laufe meines Studiums. Ja, klar, du lernst das ja. Also ich hab's mir halt bis jetzt immer gedacht, dass das vermutlich so ist. Ob die Dolomiten dann aus Dolomit sind? Ich meine, wird sich ja irgendwo anbieten, oder? Vielleicht ist aber auch nur der größte Anteil aus Dolomit. Ja, meine ich ja. Ja, ich meine, dass da jetzt nicht jede einzelne Schicht in diesem Stein Dolomit ist. Schon okay. Flint. Mich würde es ja mal interessieren, ob das mit der Lumber-Ex geht, so einen fetten Baum ab. Nein. Also wenn er gerade hochgewachsen ist, ja. Aber sobald er mehrere Abzweigungen hat, haut es nicht mehr hin. Dann erkennt er es nicht mehr als Baum. Teilweise ja, teilweise nein. Also so ein paar Abzweigungen kriegt er ganz gut hin. Ja, aber dann die ganz großen. Aber diese Tausende, die schafft er immer nicht mehr. Oh, so viel Erde. Ah, ich sehe da hinten Eukalyptus. Ach, ich habe dir die Erde gar nicht gebracht. Oh. Wo soll ich dir denn die Erde hinpacken? Pack mal voll, was noch in den Erdedrawer geht. Der müsste, wenn du zur Tür reinkommst, ins, in die Absteckkammer geradeaus sein. Ah ja. Ah ja, wunderbar. Alles, was ich noch hatte. Sehr schön. Quatsch, ich bin schon wieder falsch. Ich hab schon wieder viel zu viel. Ich habe mein Dorf jetzt übrigens übergangsmäßig mal Adelaide genannt. Ah, okay. Durch die ganzen Eukalyptusbäume und so habe ich irgendwie das Feeling bekommen. So. Also für die, die es nicht wissen, Adelaide ist eine Stadt in Australien, in der ich studiert habe und die meiner Meinung nach immer noch die schönste Stadt der Welt ist. Darüber sprechen wir doch mal, wenn ich in Tokio war. Darüber können wir sprechen, wenn ich auch in Tokio war und du auch in Adelaide warst. Ah, das wird eher nicht passieren, weil mich interessiert leider Australien überhaupt gar nicht. Ich mag halt einfach die Mentalität und die Leute. Das ist tatsächlich das, was mich an Australien am meisten fasziniert. Ich meine, klar, geile Natur, Bushwalk kannst du machen, ist saugeil, macht mega Spaß. Aber deswegen
Wegen dem Bushbox will ich nicht da leben. Ja, ich muss sagen, da ist mir dann der Flug zu weit dafür, dass ich eigentlich gar keine Verbindung mit dem Land habe. Und ich ja eh schon nicht fliege. Gerne. Ja, vielleicht wohne ich irgendwann mal da und dann kommst du. Ja, dann hast du ja hoffentlich Grund. Ja, durchaus. Das können wir gerne machen. Hier unten ist es so kacke dunkel. Ja, es ist allgemein sehr dunkel gerade. Ich bin sehr froh, dass die Monster nach Hause. Ja, es wird auch Nacht draußen von dem her. Ja, es ist schon Nacht. Ach so. Gut. Hoppala. Ich musste leider zwei Schafe töten. Also beziehungsweise ein Schaf habe ich selber getötet, das andere ist ertrunken. Weil es nämlich nicht aus dem Weg gegangen ist. Hilft manchmal leider nicht. So. Habe ich es jetzt dann fast. Was macht meine Spitzhacke eigentlich da drin? So, zumindest eine Strecke Weg habe ich jetzt mal aufgedeckt. Sehr gut. Eisen. So, oben. Ich habe schon 13 Enderperlen. Dafür, dass ich, weiß gar nicht, wie viel ich hab. Noch keinen Enderman geschlachtet habe. Weiß ich auch nicht. Aber ich habe die immer in Kisten gefunden. Ich nicht. Habe ich jetzt alles? Oh mein Gott, ich habe alles draußen. Glückwunsch. Yay. Es dauert immer Ewigkeiten. Ach. Kannst du schlafen? Ja. Okay. Liegen? Ja, ich auch gleich. Und dann muss ich mich kurz umsetzen. Mir tut nämlich der Rücken weh. Ah, I feel you. Ja. Die Buchmesse hat ein paar Schaden hinterlassen. Ja, Buchmesse ist halt auch immer mega krass. Also deswegen bin ich ja dieses Jahr auch nicht mit. Ja, du musst nächstes Jahr wieder mit. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Aber das wäre auch nicht gegangen. Nee. Ich hätte wahrscheinlich die Autofahrt schon nicht mal überlebt. Also. Wahrscheinlich nicht, weil wir 5 Stunden gebraucht haben. Alter, warum? 5 Unfälle. Ach, es hat ja mega geschneit da oben. Ja, stimmt. Die haben ja noch mehr Schnee gekriegt als wir. Uns hat ja erst gestern Abend irgendwann der Schnee dann eingesetzt. Ja, der kam von da oben runter. Ja, ich hab Fotos gesehen. Ja. Oh, ich hab Fotos von den ganzen süßen Plüschis gesehen. Von den ganzen Sachen. Oh. Ja, ich habe mir mein jährliches Kuscheltier gegönnt. Ja, ich hätte gern so ein Füchschen gehabt. Ich habe gesehen, da gab es ganz viele Füchschen. Das stimmt. So. Huch. So. Jetzt habe ich wieder so einen Hardcore-Dubstep. Ach so, bei mir ist ja eigentlich noch was passiert. Das habe ich ja ganz vergessen. Huch. Und zwar ist endlich mein Haus Nummer 2 in Betrieb gegangen. Und zwar mit einer unfassbar langen Leiter nach unten. Und ja, ich habe wieder Rohstoffe übersehen. Es tut mir leid. Und zwar. Boah, Dschungel braucht zu viel Fressen, weil du ständig springen musst. Oh ja. Und zwar habe ich hier angefangen, eine Strip Mining Mine zu machen. Ah ja, stimmt, hast du gesagt, ja. Die geht ja da ewig weit hinter und ich habe noch gar keine Abzweigungen gemacht. Aber sie ist hier. Und ich werde auch anfangen, die ganzen. Moosecraft werde ich in das zweite Haus hier reinstellen. Ich habe einiges an Seiten, wenn wir das irgendwie ich auch. Legen wollen und so. Also du kannst dich bei mir da gerne bedienen. Die sind neben dem Moosecraft-Schreibtisch steht eine kleine Kiste. Jetzt habe ich mir selber ins Zahnfleisch gepiekt. Au.
Ah. Frag nicht wie. Genau. Also, ja, du darfst dich an meinen Seiten gerne bedienen. Ja, du darfst dich auch an meinen Seiten bedienen, aber die sind halt unordentlich irgendwo in meinem Keller. In meiner Höhle. Zu der ich auch eigentlich gehen wollte. Ich hab gestern sortiert. So, ich wollte nämlich die Tinker-Rüstung machen. Steht auch auf meinem schlauen Zettel. Mhm, die würde ich mir heute auch noch in Angriff nehmen. Ich merke nämlich gerade wieder, wie ekelhaft das ist, wenn ich nicht zwei hochspringen kann. Und wenn ich nicht drunter flattern kann. Okay, das ist doch nicht. Falsches Buch. Nein. Und dann ist es das da vielleicht? Nein. Dachte ich mir jetzt. Dann ist es das da. Ja. Ach, cool. Ich brauche die Night Vision Potion. Wie macht man die denn nochmal? Mit Blaze Rod. Ja, ich hole gerade mein schlaues Minecraft-Büchlein raus. Da steht das alles drin. Seeds, Rezepte, Presser. Das sind übrigens nicht meine Kinder, die da hinten schreien. Ihnen geht's auch gut, um die wird sich gekümmert. Ich kann das bestätigen. Es sind auch ganz, ganz liebe Kinder. Verarscht mich, habe ich doch Potion of Night Wishing. Wo habe ich's denn jetzt? Wishing, ja. Da habe ich's. Ich brauche eine Awkward Potion. Awkward Potion, ja. Der müsste ich mich eigentlich auskennen. Dafür brauche ich eine Netherwarze. Und ein Bottle Wasser. Bei Bottle muss ich immer an Jack Sparrow denken. Frag mich bitte nicht, warum. Eine Bottle voll rum. Ja, wahrscheinlich deswegen. So. Ich stehe immer noch auf dieses Bergdorf. Das ist einfach so schön. Ich finde das so cool, dass das hier so mitten am Berg generiert wurde. Ja, das hat was. Wo finde ich denn Netherwarz? In so einer blöden Festung, ne? Ja, ganz genau. Okay. Dann da sind die recht häufig. Dann gehe ich da mal jetzt rein. Es sind ja Gott sei Dank Monster aus, sonst würde ich da nicht reingehen freiwillig. Mit einer ordentlichen Rüstung vielleicht. Ja. Du hast hier eine Seite vergessen. Boundless Sky. Das kann sein, ich habe das Dorf nicht wirklich gelootet. Groß. So, wo habe ich hier eine Festung? Immer noch interessant rauszufinden, wie man dann überhaupt überall hinkommt hier. Das ist nämlich ganz so einfach. Es ist schön hier, es ist so dunkel, dass ich nichts sehe. Ja. Das ist ganz tolle Meter. Hast du deine Brightness hochgeschraubt? Ja. Manchmal stellt sich die von selber wieder zurück. Nee, die ist noch oben. Ich mach mir jetzt eine Fackel. Du hast ja Dynamic Lightning, hast du an, ne? Nein. Aber wenn du es anmachst, dann mach dir einen Goldhelm. Ich habe jetzt eine Fackel. Geht einfacher mit dem gleichen Effekt. Na gut. Zack. Uah, Lava. Da ist ein Pilz. Okay.
Ich hätte mir einen Waypoint beim Eingang setzen sollen.